Hallo liebe Eltern, liebe Sammler und liebe Bastelfreunde. Heute habe ich mal wieder was Neues von der Miniverse-Serie. Eine neue Miniverse-Serie. Nämlich Mini-Appliances. Heißt das so? Also Mini-Küchengeräte. Zwei Styles, zwei Ausführungen. Es gibt zwei verschiedene Kugeln. Ich habe beide. Einmal die rote und einmal die blaue. Die rote ist so eine... Moment, ich zeige euch das lieber unten. Also ich schalte schon mal runter, weil ich glaube, es ist besser, wenn man sich das hier so angucken kann. Also die rote ist nämlich eine so eine Sodamaschine. Da kann man sich Getränke zapfen. Und die blaue ist eine Kaffeemaschine. Ist das Kaffee oder ist das Espresso? Nee, ich glaube eher, das ist eine Kaffeemaschine. Ach, Sekunde. Nee, das stimmt ja gar nicht. Es gibt von beiden zwei Ausführungen. Also es gibt hier entweder eine, also so ein Soda-Stream, wollte ich gerade sagen, eine Getränkemaschine in Rot oder in Blau. Und ich weiß nicht genau, ob ich jetzt Rot oder Blau bekomme. Das heißt, ja, das wäre quasi dann der Zufall. Und hier gibt es entweder diese Türkise oder die Rosane. Und es ist doch Espresso, weil hier steht nämlich Espresso drauf. Oha. Ja, ich bin mal gespannt, was man dann hier selber machen kann, weil hier gibt es nämlich auch wieder Kaffee. Ich hoffe, dass ich den gut rauskriege. Kaffee. Und das hier sieht ein bisschen wieder nach Sahne aus. Und zwei Tassen. Okay, das heißt, hier kann ich mir wahrscheinlich auch selber Kaffeetassen zusammenbasteln. Das hier finde ich mega cool. Dieses Getränk mag ich sowieso gerne. Mit Strohhalm und noch so einer Transportbox aus Pappe. Naja, das ist wahrscheinlich keine Pappe, aber normalerweise wäre es Pappe. Ich weiß nicht, ob ich hier dann nur ein Getränk habe, weil hier ist ja nur eins abgebildet, aber dafür sind hier zwei Kaffeetassen. Naja, gucken wir mal. Ich glaube, ich fange einfach mal... Oh, ich weiß nicht. Finde ich beide gleich gut? Ich fange einfach mal mit dem hier an, wenn ich den denn aufkriege. Nein! Ich habe mir extra schon meine UV-Lampe dahingestellt, damit ich das auch gut durchtrocknen kann. Jetzt, wo es langsam draußen ein bisschen wärmer wird, kann man das natürlich dann auch draußen hinstellen. Und ihr habt mir auch gesagt, so, ich muss echt aufpassen, weil ich ja immer, ich habe so da ungefähr, habe ich meine UV-Lampe. Und manchmal stelle ich halt daneben meine Sachen ab. Und dann kann das natürlich sein, dass das dann durchgehärtet wird. Und deswegen wird es dann manchmal vielleicht ein bisschen schneller hart. Also da muss ich doch sehr aufpassen, dass ich entweder die Lampe wegdrehe oder... die Lampe vielleicht einfach ausmache in der Zwischenzeit. Ach nee, das geht ja nicht, weil die Sachen müssen ja durchhärten. Das heißt, ich drehe wahrscheinlich meine Lampe eher so in die Richtung und hoffe dann, dass nichts getroffen wird. Ich bin ja die ganze Zeit so hin und her gerissen, ne? Ich würde so gerne die Lifestyle-Kugeln öffnen, weil ich die eigentlich total gut finde und habe aber immer zwischendurch dann so andere Sachen, wie das jetzt hier zum Beispiel oder irgendwas, was dann gerade aktueller ist. Und denke ich mir immer so, eigentlich sollte ich zuerst das Aktuellere öffnen. Aber dann kommt es halt immer dazu, dass ich gar nicht die coolen Lifestyle-Kugeln öffne, wo ich doch so super gerne ein kleines Mini-Aquarium hätte. Ich spiele ja auf meinem Gaming-Kanal auch so gerne diese Aquarienspiele und so. Ja, ich mag das irgendwie. Ich hätte auch gerne selber ein Aquarium und deswegen würde ich mich darüber mal total freuen, über so ein Mini-Aquarium. Wenigstens etwas. Ah, ich sehe schon, wir haben die rote. Tada! Ich weiß gar nicht, welche ich besser finde. Die ist halt ein bisschen auffälliger, ne? Das sieht aus, als könnte man das hier so rausdrücken. Oh, man kann das so rausdrücken. Nee, warte mal, das geht von alleine auf. Ach so. Na gut, dann machen wir das doch so. Ah, wir haben doch tatsächlich zwei Gläser. Oh, cool. Die passen von der Größe super zu irgendwelchen Spielpuppen, wie jetzt zum Beispiel OMGs oder auch Barbies oder zu den Rainbow Highs. Also, falls man das irgendwo für eine Puppenstube oder sowas haben möchte, ist das auch ganz gut passend. Gerade auch für die Küche. Ich habe ja auch die Küche und da passt bestimmt die Maschine hier auch rein. Wobei, ich glaube, die ist ein bisschen hoch. Ja, hier müssen wir gleich noch etwas dran arbeiten. Da, ich hoffe, dass wir vielleicht sogar auch zwei verschiedene... nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben nur die gleichen Getränke. Weil wir werden bestimmt nicht zwei verschiedene Flaschen haben. Das ist auf jeden Fall sehr gut verstaut hier. Blöd hat nix. Vielleicht kann da ja was kaputt gehen. Ah, das ist einmal die Tropfschale für unten. Hä? Kann man da... Man kann da... Wait, what? Man kann da Sachen reintun? Hä, will ich dann überhaupt da irgendwas reinmachen? Guckt euch das mal an, wie cool ist das denn? Die funktioniert. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie gut die tatsächlich... Nee, warte mal, hält die gut dicht? Das ist ja krass. Also dieser Mechanismus, dass man halt hier was gegenschiebt, so wie man das in echt halt auch machen würde, funktioniert. Das muss ich eigentlich ausprobieren, ne? Mist, ich habe gerade mein Getränk, also meinen Wasserkrug weggebracht. Das muss ich ausprobieren, ob das geht. Kriege ich das jetzt nicht rein? Gehört da noch... Moment, gehört da noch was dazwischen vielleicht? Nee, das gehört ja oben drauf. Das muss hier eigentlich reingehören. Vielleicht nochmal mit mehr Gewalt? Okay, mit mehr Gewalt passt das. Jetzt müsste man nämlich eigentlich das hier machen können. So. Kann ja schon mal... Moment. Hey, was ist das denn? Hä? Made fresh. Okay, das ist vielleicht so eine Unterlage? Ich glaube, so vielleicht... man kann es dann natürlich nicht mehr lesen, aber man stellt es vielleicht so davor, damit man das auch lesen kann. Frisch gemacht. Tja, ich bin echt so hin und her gerissen. Soll ich mir jetzt meinen Mechanismus kaputt machen? Oder soll ich hier schön basteln? Oder mache ich sowohl als auch? Egal, ich hole das jetzt erstmal raus. Hier sieht man ja schon, dass da Würfel drin sind, also Eiswürfel. Und das Getränk. Und vielleicht ist das hier, um das unter das Getränk zu stellen. Aber warum habe ich dann nur... Ah, nee, sind doch zwei. Genau, das ist für so unter Setzer, ne? Da würde ich dann quasi so machen und das dann hier draufstellen, das Getränk. Und das müsste dann wahrscheinlich entweder eine Limo sein, Lemon Lime. Das ist dann wahrscheinlich eher so ein bisschen grünlich. Und hier ist die Anleitung. Na gut, wir gucken uns vielleicht erstmal die Anleitung an. Nicht, dass da noch irgendwas steht, was ich dann übersehe.
Ich will es lieber vorher wissen. Ich würde ja auf jeden Fall hier nicht die Glue einfüllen, oder? Also die Flasche hier. Oder doch? Warte mal. Hä? Macht man das? Da steht die Flasche. Doch. Hier. Da. Kann man das erkennen? Da ist die Flasche abgebildet. Hä? Wie cool ist denn das? Ich kann hier einfach die Flasche wahrscheinlich reinstecken. Oh mein Gott. So geht das. Tatsache. Das ist ja mal absolut crazy. Man muss ich natürlich vorher öffnen. Okay, ich lese jetzt erstmal nach. Das ist ja krass. Und hier kommen dann natürlich die Eiswürfel rein. Und dann kann ich das einfach so machen. Ich kann das einfach so mit diesem... Ich kann es einfach so herstellen. Und theoretisch könnte ich es doch auch einfach dann so frozen lassen, dass es dann gerade so rausläuft. Geht das? Oh mein Gott, das wäre ja sowas von krass, wenn das gehen würde. Oh, das muss ich gucken. Wenn ich mir damit dann so einen richtig krassen frozen Moment herstellen könnte. Oh, es gibt ja noch mehr. Hä? Nein, es gibt noch so eine Boba-Maschine, eine Bubble-Tea-Maschine. Den Limonadenautomaten, den habe ich. Ja, den haben wir gerade ausgepackt. Espresso-Maschine kommt ja noch. Dann Bubble-Tea und ein Saftautomat. Saftautomat ist auch cool, auch wieder mit Eis. Mega. Tatsache. Hier, da steht es. Die Eiswürfel kommen hier rein. Die Flasche kommt dahin. Dann macht man da oben den Deckel drauf. 2. Das heißt, man holt zuerst die Eiswürfel. Macht da so ein paar Eiswürfel rein. So tück, tück, tück. Und dann zapft man quasi. Und dann kommt das Ding da. Und dann... Wie cool ist das bitte? 10 bis 15 Minuten. Wie kriege ich das hin, dass ich das im Laufen quasi... Könnte ich so ein dünnes Plastik vielleicht verwenden dafür? Einfach nur, dass ich da was habe, wo es so runterlaufen kann. Ich muss gleich mal gucken. Okay, also ich muss kein Wasser holen, weil es funktioniert tatsächlich so. Zuerst lesen, das ist ganz ratsam. Also ich habe da jetzt nichts Neues gesehen, was ich jetzt nicht eben schon gewusst hätte. Moment, ich glaube, ich muss nochmal meine Matte hier drunter legen. Okay, so, das muss ich erstmal alles entfernen. Hier ist vielleicht auch so ein kleines Plastik, was ich nehmen könnte. Das sieht doch eigentlich auch nicht schlecht aus. Kann ich das hier nicht so ganz dünn, ganz fein schneiden? Da, das ist so ganz fein. Oh mein Gott. Gott, das wäre doch voll gut. Das sieht auch aus wie Wasser, was so runterläuft. Dann arbeite ich das einfach ein, lass das da so stehen. Oh mein Gott, kriege ich das hin? Keine Ahnung, ob das was wird oder ob das jetzt in die Hose geht. Aber wir probieren das mal. Ich weiß halt auch nicht, ob ich damit 2 Gläser komplett voll kriege. Ich würde mich eigentlich gerne beschränken auf ein Glas, damit es auf jeden Fall funktioniert. Und dann habe ich halt ein Glas über. Finde ich nicht so schlimm. Okay, wir wissen ja, das muss quasi hier so drüber gestülpt werden. So, jetzt sehen wir hier den Ausgang. Okay, das lassen wir schon mal stehen. Woher muss ich ja das hier noch reintun in die Maschine. Also die Eiswürfel. Hoppala, weggeflogen. Das muss irgendwie ja hier so rein. Hau ich das da komplett rein? Ich weiß nicht, dass da nachher zu viel rauskommt. Also die Hälfte vielleicht? Das war, glaube ich, ein bisschen mehr als die Hälfte. Naja, wir hauen einfach das Gerät schön voll. Also das hier meine ich natürlich. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das schon reintun soll. Ich würde es ja fast noch nicht reintun, ne? Wir gucken mal. Moment, eigentlich muss ich ja hier oben gucken. Ich packe das schon mal so hin, wie das eigentlich gehören sollte. Also, es sollte ja so funktionieren, dass ich jetzt so mache. Oh, nein, ihr seht ja gar nichts. Ich sehe auch nichts. Ich habe es nur klirren gehört. Wie mache ich, dass ihr das sehen könnt? So? Hallo? Hallo? Ah, ich glaube, da ist was gekommen. Seht ihr was? Ist es schon voll? Oh, es ist schon voll? Hä? Nee, doch nicht. Hä? Also es kam schon was. Es macht natürlich ein bisschen mehr Sinn, wenn man selber von der Seite gucken kann. Ich drücke jetzt einfach nur... Ich glaube, es ist jetzt aber wirklich leer. Nein! Na komm, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Also es ist ordentlich voll. Sagen wir es mal so. Upsa. So. Ja, das soll ja auf jeden Fall ein schön kühles Getränk sein. Es wäre mir fast zu voll. Ich weiß allerdings nicht genau, wie durchsichtig hier die Creme, wollte ich gerade sagen. Wie durchsichtig das Zeug ist. Mein Getränk. Jetzt muss ich natürlich vorher überlegen, was wollen wir denn? Es muss ja dann... Ach, das geht gar nicht, ne? Oh nee, es geht gar nicht. Weil es müsste ja hier quasi... es müsste so nach hinten gehen. Und da müsste es ja gleichzeitig die ganze Zeit rauslaufen. Und wenn ich dann aufhöre, dann springt es nach vorne. Okay, verdammt. Mann, ich bin so ein bisschen traurig, weil ich das irgendwie... Oh, ich hätte das irgendwie so gerne mit dem Ding hier. Das wäre cool gewesen. Oder kriegt man das so hin? Nee, ne? Ach Mann, ich glaube, das geht leider nicht mit der Maschine, weil die halt hier zurückschnellt. Naja gut, dann haben wir danach halt noch eine funktionierende Maschine. Ich bin ein bisschen traurig, dass das nicht geht, aber nee, gut. Wir werden schon irgendwann nochmal unseren Frozen Moment hinkriegen. Ich brauche irgendwas anderes, was da so reinkippt und was das dann aufhält. Naja, wir versuchen jetzt erstmal, wie das hier so funktioniert. Ich muss das jetzt hier reintun. So, warte mal, so. Ist das jetzt drin? Nee, noch nicht so richtig. So, jetzt ist es drin. Ah, es geht sogar richtig zu. Okay, pass auf, Leute. Läuft es schon? Ich habe keine Ahnung, ob da was kommt. Kommt da was? Ich muss selber gucken. Es kommt nichts. Ich warte mal ein bisschen. 15 Minuten später. Kommt da noch was? Hallo? Wo sind Sie denn? Also so flüssig scheint es nicht zu sein. Ich kontrolliere mal gerade. Ich drücke hier mal ein bisschen rum, mal gucken, ob da was passiert. Eine kleine Flaschenmassage gefällig. Da kommt was! Ah! 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 Oh! Oh! Oh, seht ihr was? Ah! Oh mein Gott. Okay, es tropft. Ich habe oben den Deckel offen. Ich weiß, aber es funktioniert jetzt. Jetzt kommt's. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn ich das hier wieder zumache. Ah!
Seht ihr überhaupt irgendwas? Beste Präsentation ever. Nein, mach die Maschine scharf. Mach nicht mich scharf. Okay, ich weiß selber nicht, wann ich aufhören soll. Oh, vielleicht ist es besser so von der Seite. So? Ja, ich glaube, so seht ihr vielleicht sogar besser. Also so tropft und läuft es. Das sieht wirklich aus wie Zitronenlimonade. Vielleicht sollte man auch mal ein bisschen umrühren. Ich habe leider da hinten den Rand ein bisschen erwischt. Ich glaube, wenn es so aussieht, könnte ich ja sogar fast noch den zweiten Becher auch voll machen. Aber ich habe so ein bisschen die Lust, das nicht zu tun. Okay, ich glaube, ich mache mal Stopp, oder? Es reicht? Nee, warte mal, es reicht doch noch nicht. Ich habe gesehen, dass hier unten ja noch voll viel fehlt. Aber wenigstens habe ich jetzt oben am Rand so ein bisschen was zu vollgeklebt, dass es dann auch bleibt. Wenn ich den Deckel... Oh Gott. Sagte sie und machte den gleichen Fehler nochmal. Stopp. Zu viel. Zu. Oh Gott, ich hoffe, das klebt jetzt hier alles da drinne. Ich wäre ein großer Freund davon, das Glas zu behalten für ein anderes Projekt. Später nochmal vielleicht. Also entweder hierfür noch. Oh, jetzt ist da unten voll der... Hier, da voll der Schleim da unten. Ja, muss ich jetzt natürlich danach nochmal sauber machen, ne? Aber mit dem Ding kann man auf jeden Fall nochmal gut irgendwas basteln. Mit dem hier und dem da. Vielleicht kriege ich da tatsächlich nochmal irgendwie einen Frozen Moment hin. Ich mag das hier immer so, die Sachen irgendwie hinzulegen und dann da was auslaufen zu lassen. Und ich habe ja sowieso generell noch sehr viele Eiswürfel. Oder vielleicht irgendwann nochmal mit einer anderen Farbe hier, ein anderes Getränk, was man dazustellen kann. Oh, ich sehe gerade hier, da ist noch eine Blase. Kriegen wir die klein? Wobei, hier sind auch Blasen drin, aber die sehen eigentlich ganz schick aus. Ich würde jetzt einmal das Ding hier zuschrauben. Was heißt Schrauben? Ich muss es ja mal... Ernsthaft? Ich bin jetzt zweimal mit der Seite eingetunkt. Zweimal? Warum denn nur... Also, warum nur zweimal? Warum nicht gleich dreimal? Toll! Es könnte sein, dass das jetzt sogar damit hart wird, mit dem Deckel. Wir tun dann natürlich den Strohhalm hier noch rein. Den würde ich gerne so ein bisschen schräg reinschieben. So. Damit man den auch gut sehen kann. Oh, ich habe wieder irgendwo reingefasst, ne? Sieht auf jeden Fall giftig grün, aber auch sehr erfrischend und lecker aus. Ich mache jetzt mal meine Lampe an und stelle das Ding hier davor. Okay, da waren doch noch ein paar über. Ich glaube, die haben sich ein bisschen verhakt. Ich räume das jetzt erstmal wieder hier rein. Ah, nee, ich bin so hin und her gerissen. Irgendwie auf der anderen Seite denke ich dann so, es sieht viel cooler aus, wenn man hier zwei hätte. Auf der anderen Seite, nee. Ich habe ja auch noch einen anderen. Ich hätte ja noch einen rosafarbenen. So einen Berry Drink. Wo ist denn der? Ach Mann, ich finde meinen Berry Drink nicht. Ich habe den jetzt gerade gesucht. Vielleicht finde ich den ja irgendwann nochmal. Also wenn ich dann irgendwie nochmal so ein Getränk haben sollte, dann hole ich sonst mal die Maschine hier nochmal raus. Und ja, ich finde das sowieso cooler, wenn man da zwei verschiedene Getränke hat. Wobei das natürlich eigentlich nicht passend ist, weil man hat ja hier nur Lemon. Naja. Ach Mann. Komm, egal, dann mache ich jetzt halt das nochmal voll. So. Aber nur wegen meinem Pappding. Weil ich nicht will, dass das so leer aussieht und weil das dann so einsam ist. So, wir machen schön voll. Der hat gesagt, er möchte ganz viel Eiswürfel haben. Das ist immer das Schlimmste, wenn man so viel Eiswürfel drin hat, dass das so schnell schmilzt und dann schmeckt das Getränk irgendwann nur noch nach Wasser. Oh, der war schon leer. Huch. Jetzt habe ich aber wirklich alle reingemacht. Und das ist ja auch der beste Trick von den Verkäufern. Schön viele Eiswürfel reinmachen. Damit man relativ wenig von dem teuren Getränk verkaufen muss. Das ist natürlich ein besserer Gewinn, ne? Oh, da kommt sofort. Krass. Guck mal da. Da läuft es direkt los. Obwohl ich es eigentlich andersrum habe stehen lassen. Oh, ich hoffe, ich kriege es tatsächlich noch voll. Nicht, dass das dann nachher zu leer ist. Dann würde ich mich ja die Krätze ärgern. Ich muss hier noch auf jeden Fall nochmal richtig gut rumrühren, denke ich. Und oben auf jeden Fall nochmal eintunken, damit ich auch den Deckel drauf kriege. Naja, eigentlich ist das ja egal, ob der Deckel drauf ist oder nicht. Also ich meine, ob der klebt oder nicht klebt, weil der Strohhalm steckt ja eh fest. Ob ich jetzt den Deckel abmachen kann oder nicht, ist mir eigentlich egal. Oh, ich glaube, es ist fast alles. Hallo. Kommt da noch was? Ich kann meine Arme nicht mehr so weit nach vorne halten. Das war anstrengend. Nein, jetzt... Oh, weil ich nicht mehr richtig halten konnte. Jetzt habe ich losgelassen. Jetzt ist alles gegen die Decke geklatscht. Verdammt. Oh Gott, Leute. Wenn ihr gleich seht, wie es hier... Oh, was ich gemacht habe. Das sieht ein bisschen aus wie zu Halloween, als ob da Schleim daneben gegangen wäre. Wir hatten offenbar einen Anfänger an der Maschine, nämlich mich. Ja, Leute, jeder muss ja irgendwann mal klein anfangen. Das ist halt so. Ich glaube, ich muss das nochmal rausholen und dann nochmal per Hand ein bisschen rumdrücken, dass ich jetzt auch den letzten Tropfen noch rauskriege. So, nochmal schön abschmieren. Ich versuche jetzt hier nochmal das Letzte rauszukitzeln. Komm raus hier. Also ich muss sagen, es hat schon relativ gut gereicht, ne? Relativ. Nicht, leider nicht ganz. Also so ein bisschen hätte ich hier schon gern noch drin gehabt. Bin schon am Überlegen, ob ich noch ein bisschen strecken soll mit normaler Resin-Dingsbums hier. Ich habe ja noch so ein bisschen durchsichtiges Resin. Dann könnte man sagen, ja, hier sind ja auch so viele Eiswürfel drin, deswegen ist das ein bisschen durchsichtiger. Oder derjenige, der das hier bestellt hat, wollte nicht ganz so viel. Ah, da kommt noch was. Ein Tropfen. Wow. Boah, Leute, ich kämpfe hier wirklich gerade um jeden einzelnen Tropfen, ne? Oh, ich krieg nichts mehr raus. Wenn ich gewusst hätte, wie viel ich hier habe. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt ärgern soll, dass ich das hier doch noch gemacht habe. Ob es nicht besser gewesen wäre. Oder ob es einfach nicht auffällt. Ich habe halt auch schon alle Eiswürfel drin. Ich habe nichts mehr. Es ist ein bisschen wenig. Es kommt auch nichts. Ein Tropfen vielleicht noch. Komm schon. Gib's mir. Ach komm. Ein Tropfen. Jeder Tropfen ist gut. Da kommt er. Es sind bestimmt noch einige Tropfen in der Maschine drin. Aber die kriege ich halt nicht mehr raus. Die sind da. Ich schätze mal, wenn man das so ohne Maschine gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich gleich voll gewesen.
Weil man da so ein bisschen Schwund hat, ne? Da klebt halt jetzt irgendwo was. Und da ist auch ein Tropfen runtergetropft. Den sehe ich da unten laufen. Na komm, das wird nichts mehr. Wenn ich euch das mal so zeige, ja, so würde man das theoretisch schon auch noch verkaufen. Ich mache einfach den Deckel drauf und habe vergessen, dass ich den noch nicht ausgepackt habe. Nein, nein! Hä? Alles komplett zerrupft. Wie ist denn das jetzt passiert? Ja, jetzt muss ich mir hier noch ein bisschen den Weg bahnen, damit man den auch gut sieht. So. Oh, es ist wirklich nur so halb voll, ne? Nicht halb voll, aber so unangenehm zu wenig voll. Seht ihr? Da. Das ist das, was mir gefehlt hat. Mann, so für den Spaß ist es natürlich gut, aber für mein Getränk war es schlecht. Oh nee, und das ist auch noch im Mechanismus drin. Oh oh. Ich brauche gleich hier einmal Isopropanol zum Saubermachen. Auch von innen wahrscheinlich. Ich stelle es mal ganz weit zur Seite. Nicht, dass es da auch noch gleich hart wird. Naja, wobei ich glaube, wenn es hart wird, kann man es wahrscheinlich auch so ein bisschen abschaben. Abschaben. So, während das jetzt da hinten vor sich hin trocknet, mache ich schon mal die nächste auf. Ich denke mal, das Prinzip wird wahrscheinlich immer gleich sein. Also das ist der Sinn von dieser Serie, dass man sich mit dieser Maschine sein eigenes Resin, also seinen eigenen Kaffee quasi basteln kann. Oder naja, wie eben halt Zitronen-Lemon-Getränk. Hier wird es jetzt ein Espresso werden. Ich persönlich bin ja gar kein Kaffeetrinker, aber ich finde, er riecht gut. So, riechen kann ich den immer gerne, nur trinken. Mir ist das einfach zu bitter. Ich trinke bis heute keinen Kaffee. Höchstens so einen Fake-Kaffee, so aus Pulver oder so ein Cappuccino oder so einen kalten Kaffee. Aber sonst, ne. Aber die Maschine sah trotzdem sehr gut aus. Boah, die ist so fett, die Kugel. Ah ja, stimmt. Oh, wir haben die rosane. Oh Gott, ist die süß. Oh, die gefällt mir richtig gut. Die ist ja mal mega schön. Finde ich sogar schöner als den anderen Automaten. Der ist eher so ein bisschen, ja, poppiger, ne? Und das ist halt so richtig schön edel und so. Ich liebe diese Farbe alleine. Das sieht schon toll aus. Mal gucken, wie die Becher sind. Wo ist denn hier der Eingang? Ach hier, da kann man so reingreifen und einfach aufrupfen. Ach, die sind ja hellblau. Ah, wahrscheinlich ist das immer so, wenn die Maschine hellblau ist, dann sind die Teller... Oh, jetzt habe ich das schon weggeworfen, ne? Kann ich mir gleich nochmal angucken. Kann ich mir auch jetzt nochmal angucken. Genau. Ach nee, doch nicht. Wenn die Maschine rosa ist, sind die Tassen hellblau. Und wenn die Maschine blau ist, sind die Tassen gelb? Hä? Okay, meinetwegen. Dann müssten wir aber auf jeden Fall ja Utensilien haben für zwei Tassen theoretisch, oder? Also zweimal Sahne und so, denke ich mal. Ach, cool. Innen sind sie weiß, außen sind sie hellblau. Süß. Sehr süß sind die. Hier haben wir auch nur einen Ausgang natürlich. Nein, haben wir nicht. Wir haben so einen Doppelausgang. Also wenn ich hier so drehe, kommt das quasi aus zwei Löchern raus. Oh weia. Hoffentlich funktioniert das. Ah ja, das ist das Gleiche. Ja, das sieht exakt genauso aus wie das andere. Warum haben wir denn hier Eiswürfel? Ich hoffe doch nicht. Wir haben doch keine... Naja, ich meine, gut, ich fände es eigentlich gut, weil das ist das, was ich eher theoretisch noch trinken würde. Aber das würde jetzt der Espresso-Maschine nicht ganz so entgegenkommen. Ah, es gibt auch einen Teelöffel. Aber den würde ich, glaube ich, nicht. Oder wollen wir den hier mit reinsetzen? Auf der Abbildung ist er nicht mit drauf. Ich hätte jetzt auch intuitiv den nicht da unbedingt mit reingetan. Weil ich glaube, die meisten Leute rühren halt um und holen dann den Kaffeelöffel wieder raus. Meine Güte. Brauchen wir ein bisschen Kraft, um das hier rauszukriegen. Da kommt die Sahne. Passen denn da zweimal Sahnehäubchen rein in dieses Teil? Da war das sonst immer nur alle dabei. Doch, es könnten zwei reinpassen. Ich weiß nicht, wie viel da sonst immer drin war. Da war der eine schon rausgeflogen, der eine Löffel. Der zweite Löffel hier. Vielleicht stelle ich das schon mal auf den Kopf. Dann kann das schon mal runterlaufen. Dann muss ich da gleich nicht so lange warten. Jetzt will ich das hier nochmal wissen. Ja, sehr gut. Das sind zweimal Sahnehäubchen mit drin. Leider ohne Karamell. Das hätte ich auch gut gefunden. Was ist denn das hier alles noch? Hier gibt es so einen Knopf. Den kann man leider nicht drehen. Hier kommt der Kaffeebecher rauf. Mal kurz ausprobieren. Ah ja, so sieht das aus. Oh Gott, die Farben finde ich so toll. Aber wo kommt das rein? Ach hier. Ah ja, okay. Also man sieht, hier ist auch wieder das gleiche Prinzip. Man dreht hier und dann kann man hier durchgucken. Also dann ist das hier offen und dann läuft das da so raus. Aber ich habe auch das Gefühl, dass dann wahrscheinlich sehr viel wieder verloren geht. Dadurch, dass das hier links und rechts so an der Seite kleben bleibt. Und das ist ja jeder Millimeter, also jeder Tropfen ist ja irgendwie gefühlt wichtig. Ich versuche vielleicht einfach die Kaffeetassen nicht so voll zu machen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich besser. Okay, ich mache das auf. Tu das hier schon mal rein. Warte mal, ich muss erstmal zumachen. So, jetzt kann ich das hier schon so reinstopfen. Dann schließen wir den Deckel. Oh, es geht nicht ganz so gut zu. Vielleicht ist es nicht ganz drin. Ist ein bisschen schräger eventuell. So. Ja, jetzt geht er. Und dann machen wir natürlich einmal hier... Wo ist das Ding? Also kann ich es wenigstens besser zeigen. Okay, wir warten mal. Ich kann ja gar nichts machen, ne? Ich muss ja jetzt einfach warten. Kommt da was? Oh, da tropft was. Kommt Espresso nicht normalerweise mit sehr viel Druck? Das ist ungefähr das Gegenteil von sehr viel Druck. Das ist sehr viel Nicht-Druck. Aber es ist cool. Vor allem kann ich euch das so viel besser zeigen, weil ich da nichts drücken muss. Ich muss nur im Blick behalten, wie viel da schon rausgekommen ist. Weil da muss ich ganz schnell einmal kurz die Tassen wechseln. Oh, oh. Ja, alles noch ganz chillig. Es kommt sogar tatsächlich aus beiden Löchern. Oh mein Gott, jetzt funktioniert es richtig gut. Oha.
Haha, das ist ja so witzig. Ich mache mir gerade einen Resinkaffee. Ich muss nochmal schnell nachchecken. Ne, ist immer noch relativ wenig drin. Ah, sieht aus wie ein richtiger Kaffee. Ah, cool. Gerade so bei diesen eckigen Flaschen bräuchte man eigentlich immer sowas. Einfach tropfen lassen. Die eine Seite ist so ein bisschen störrisch, die will nicht so richtig. Aber da von euch aus gesehen, rechts, da läuft's rund. Es tropft rund, sagen wir es mal so. Wie voll muss ich das wohl haben? Es muss ja noch eine Sahne drauf. Aber so ist es, glaube ich, noch zu weit unten. Wie viel ist da wohl drin? Ich kann es nicht abschätzen. Ich kann es ja danach nicht mehr rückgängig machen. Oder soll ich erstmal die zweite Tasse machen und dann gucken? Einfach schnell einmal durchtauschen, gerade wenn der Tropfen aufhört. Ich muss zumachen, glaube ich. Ich glaube, ich mache jetzt einmal zu. So, warte. Ein Tropfen noch. So, und jetzt schnell zumachen. Sehr gut. Jetzt nehme ich einmal die Tasse raus. Tropft es noch? Nein? Und schnell wieder öffnen. So, weiter geht's. Oh Gott, ich glaube, das war schon fast zu viel bei der einen Tasse. Das sah von der Seite so viel weniger aus. Kommt denn noch genug? Jetzt muss ich erstmal wieder eintropfen. Ich habe es ja gerade eben zugemacht. Aber ich kann nicht sagen, es läuft. Es tropft. Bitte macht es das nicht schon wieder so wenig ist wie beim letzten Mal eben. Und theoretisch könnte ich es ja jetzt auch eigentlich laufen lassen so nebenbei und könnte dann schon mal die Milch, die Sahne oben drauf tun, wenn ich denn wüsste. Naja, ich meine gut, wenn ich dann noch ein bisschen was über habe, dann kann ich es ja auch aufteilen. Aber ich zeige euch mal hier ganz kurz, ihr seht das gar nicht, ne, wie viel das ist. Und so seht ihr es ja auch nicht, oder? Und jetzt kann ich es ja noch nicht zur Seite stellen, weil es ist ja noch nicht getrocknet. Aber es ist auf jeden Fall definitiv genug. Und es sieht auch ganz gut aus nach Kaffee. Ich bin aber aktuell ganz guter Dinge, weil es hört nicht auf zu tropfen. Und es ist schon relativ voll. Ich würde es ja gerne so ein bisschen nach vorne kippen, aber ich will nicht, dass es runterfällt und dann nachher komplett auf den Boden schält und dann ist alles im Eimer. Oha, es ist schon wieder ganz schön viel. Es hört aber auch langsam auf zu... Nee, doch nicht. Es kommt doch noch was. Ich will mal kurz daneben halten. Eigentlich ist es jetzt fast gleich voll. Es ist fast schon voller. Einmal durchtauschen nochmal. So, ich beende hier nochmal. Nehme das runter. Oh ja, es ist voller, es ist voller. Vielleicht kommt ja hier noch ein bisschen was. Und dann reicht es auch eigentlich wirklich, weil da, wenn dann noch die Sahne oben drauf kommt, dann läuft es nachher über. Das wollen wir auch nicht. Oh, synchrones Getropfen. Die gefällt mir sehr, sehr viel besser. Auch einfach, weil es so befriedigend aussieht. Durch diese zwei kleinen Löcher, wie es da so raustropft. Das ist einfach irgendwie faszinierend. Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Dinge sind rätselhaft. OMG, OMG, OMG. Nein, ich muss ja zumachen. Nein, es war so gut. Und dann das. Nein, ein Tropfen. Nein. Oh no. Leute, was soll denn das immer? Ach, das gibt's doch gar nicht. Mein gut, ja, es war eh schon ziemlich voll. Ich hätte es jetzt auch eigentlich so lassen können, weil es sah ja eigentlich auch ganz witzig aus. Jetzt ist es natürlich nicht mehr gleich viel. Ich versuche gleich nochmal irgendwie so zwei, drei Tropfen da rauszukriegen. Und da habe ich natürlich auch hingekleckert. Also wenn ich das jetzt auf den Boden stelle, dann wird das da auch wieder alles dreckig. Ich versuche jetzt noch einmal. Es war genau das, was ich befürchtet habe. Ein Dings und pff, alles runter. Oh, ich sehe gerade, meine Hand ist noch dreckig. Ich meine, eigentlich reicht es. Eigentlich reicht es schon. Aber ich hätte es halt gerne gleich voll. Da ist ja wieder der Monk. Und da sind sie wieder. Die drei Tropfen, die fehlen. Es lief so gut. Und dann kam ich. Da kommt, glaube ich, nichts mehr. Wir machen zu. Prinzipiell reicht es ja. Es ist ja voll. Es ist voll. Es ist halt nur nicht so voll wie das hier. Und ich kann es halt auch nicht von da nach da rüber schütten, weil dann wird es noch schlimmer. Ja, Manno. Es war wirklich so perfekt gerade eben. Ich nehme mal mit meiner tollen Pinzette einmal die Sahne und tue sie hier rauf. Plupp. Dicky, das ist zu spät, zu früh gewesen, oder? Sie geht jetzt unter. Ah, muss ich das nicht einmal? Oh, oh. Warte mal. Könnte ich das mal ganz kurz ein bisschen anfrosten? Also, nee, Moment. Ganz kurz, eine Sekunde. In der Zwischenzeit halte ich das hier so und versuche, dass nichts tropft. Okay, es klappt, warte. Leute, denkt nicht, ich bin irre. Ich weiß das, okay? Alles gut. So, jetzt habe ich kurz ein paar Sekunden das hier angetrocknet, in der Hoffnung, dass das jetzt hier nicht runtertropft. Oh Gott. Oh nein! Es geht einfach komplett unter. Schnell. So. Das wird einfach untergehen. Ich sehe gerade dabei zu, wie es untergeht. Oh nein, es läuft über. Ah! Und das andere werde ich jetzt ein bisschen vorher anhärten. Aber nur ganz bisschen. Ich habe irgendwie, glaube ich, nicht richtig gelesen. Habe ich überhaupt irgendwas gelesen? Ich habe, glaube ich, gar nichts gelesen. Ich hätte einfach mal die erste Schicht, muss ich natürlich trocknen lassen. Dann setzt man das natürlich erst drauf ab und macht das nicht so wie ich. So von wegen, oh, da kommen ja so viele Tropfen raus. Das ist ja toll. Okay, so, jetzt ist es so ein bisschen angehärtet vielleicht und jetzt... Aha, guck mal einer an. Das ist wahrscheinlich besser. Wobei, das andere sieht richtig cool aus, ey. Ich versuche mal hier, das ein bisschen noch unterzutauchen. Vielleicht wird das ja noch besser. Ich drücke mal hier so. Oh mein Gott, Leute. Das andere war richtig perfekt. So, es ist halt so voll, auch so voll übergelaufen. Also es ist nicht übergelaufen, ne? Es ist so übergelaufen. Das sieht jetzt vielleicht so im Video ganz gut aus, aber ich zeige euch gleich mal das andere. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Das sieht halt komplett anders aus. Voll doof. Weil ich kann es jetzt nicht mehr rückgängig machen.
No. Oh oh. Yeah. Bis eben war noch alles okay. Jetzt ist irgendwas passiert. Oh nein, Leute. Was ist denn jetzt passiert? Hä? Jetzt sieht's einfach total bescheuert aus. Krieg ich das hier irgendwie runter? Oh, ich hab's einfach reingedrückt. Nun denn. Ich versuche irgendwas zu retten. Weil da unten ist ja noch nicht alles. Ich glaube, dann ist es doch so besser. Habt ihr gesehen, was ich gemacht habe? Ich hoffe nicht. Ich möchte halt, dass es hier so ein bisschen so hochkommt und dass die Sahne so ein bisschen untergeht, wie bei dem anderen. Wir lassen es jetzt so, ist mir egal. Ich präsentiere euch mal gerade das. Ey, guckt mal bitte, wie lecker das aussieht. Hä, es ist einfach so cool, dass es so untergegangen ist. Ich glaube nicht, dass man das so machen sollte. Ne, hier so. Aber es sieht so gut aus. Jetzt habe ich halt einen, der irgendwie aus Versehen gut aussieht und der andere, der aus Versehen schlecht aussieht. Hier kommt sowieso nichts mit Plan. Nun ja. Ich habe das Ding ja noch drin gelassen. Oh nein, das muss raus. Oh, es klebt fest. Dumm-di-dumm-di-dumm. Schnell erstmal wegmachen. Da, oh, da unten ist noch ganz viel. Nee. Keine Experimente mehr. Ich hatte gerade überlegt, ob ich jetzt da noch irgendwas, aber nee. Nein, das machen wir nicht. Das lassen wir lieber schön bleiben. Wie soll ich denn das hier bitte sauber kriegen? Okay, das mache ich nach dem Video. Das geht ja gar nicht. Wie soll das funktionieren? Nun ja, das kann ich schon dann zusammenbasteln. Dann haben wir hier einmal... Oh, ach so, genau. Da kommt das hier hin. Dann haben wir hier die beiden, warten dann schon mal auf unseren leckeren Kaffee. Hier gibt es natürlich einen leckeren Teelöffel, gibt es natürlich dazu. Mhm. Und ich habe gerade gehört, es gab eine Bestellung. Hier, genau, das. Da hatten wir eine Bestellung von zweimal dem hier. Seht ihr das Problem? Ja, das war eine, die hat hier bestellt, hat gesagt, ich möchte nicht ganz so viel, ja, aber ganz viel Eis, bitte. Ja, also ich mag eigentlich diese Dinger so super, super gerne. Und ich ärgere mich ein bisschen, dass ich es dann doch gemacht habe, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich müsste beide haben. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt dann so gut aussieht. Also normalerweise könnte man das jetzt halt hier so hinstellen. Oder aber man tut es hier rein. Und dann haben wir die einmal to go zum Mitnehmen. Ach, Leute, jetzt weiß ich's. Hier hat natürlich schon jemand draus getrunken. Das ist ja schon angebrochen. Na klar. Also das ist hier der Nicht-Autofahrer. Die sind jetzt im Drive-By gewesen und haben jetzt da hier was mitgenommen und das ist jetzt quasi schon angetrunken. So, ich konnte gar nicht so schnell gucken. War schon direkt leer. So, ich weiß nicht, unser Kaffee ist wahrscheinlich noch nicht komplett durchgetrocknet, aber man kann ja trotzdem schon mal gucken. Den könnten wir dann nämlich hier so servieren. So, da haben wir die da. Dann kommt der zweite auch noch. Lecki, lecki. Oh Gott. Ach man, ich muss euch das hier nochmal zeigen. Oder nee, warte mal, ich kann euch das ja hier zeigen, das ist ja viel besser. So, der Vergleich. Ich weiß nicht, was in der Kamera besser aussieht. Ich glaube, eigentlich ist es so gedacht, aber das gefällt mir besser. Dann darf man es aber tatsächlich nicht ganz so voll machen, weil sonst läuft es nämlich über. Und da war ja wirklich schon hier Holland in Not, also da war schon sehr knapp. Und ich habe ja natürlich, als ich das da reingetan habe, habe ich ja von hier die paar Tropfen mit darüber genommen. Das heißt, da war es dann noch voller. So, das ist auf jeden Fall mein Ergebnis von heute, von den süßen kleinen Maschinen. Eine süße Idee, macht Spaß und man kann es auf jeden Fall gut in seine Küche stellen. Also in die Miniverse-Küche oder auch in die echte Küche. Und dann kann man darunter einfach hier so einen hübschen Kaffee drapieren. Ich glaube, das geht nicht. Oh, nee, das sollte man lieber nicht machen. Oh, oh, Katzenhaar. Das sollte man lieber nicht machen, sondern man macht es lieber so und stellt dann die kleinen Dinger daneben. Ich glaube, das ist besser. Oder halt eben fürs Puppenhaus oder zum Verschenken oder man bastelt irgendwie nochmal eine andere Szene draus. Ist ja natürlich auch ganz süß. Farbtechnisch gesehen finde ich passend jetzt nicht so perfekt, leider. Da wäre der andere besser gewesen. Was war nochmal die andere Farbe? Ich glaube, dunkelblau oder so wäre wahrscheinlich ein bisschen schöner gewesen. Aber naja, egal. Man kann nicht alles haben. So, ich bin fertig. Achso, genau, ich muss es nochmal zu Ende trocknen, während ich mich hier verabschiede. Bin gespannt, wie es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Seid nicht so böse mit mir. Das ist mal wieder einfach nur alles in die Hose gegangen. Aber das Endergebnis war teilweise dann trotzdem noch ganz okay. Ja, also, falls es euch gefallen hat, lasst mir natürlich gerne ein Däumchen da. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.